Okay, dann hallo zusammen. Ich bin Hartan. Heute stelle ich euch CNF vor. Das ist ein Command Not Found Händler, den ich im Moment selbst schreibe. Und erstmal so zum Plan heute, Chaos. Also ich habe es jetzt ein bisschen vorbereitet heute Morgen, aber nicht so super viel. Vor allem werde ich eine Live-Demo machen hier in meinem Terminal zur Rechten. Erstmal so, worum geht's eigentlich? CNF war so mein Versuch, diese total nervigen Command Not Found Meldungen im Terminal etwas zu verbessern, weil ich arbeite viel im Terminal und wenn man sich halt mal vertippt oder einen Befehl eingibt, der wirklich nicht installiert ist, dann kriegt man halt hier irgendwie zurück Command Not Found. Und das ist halt doof. Also ich war damit einfach unzufrieden, weil ich finde, man kann so viel sinnvolle Dinge tun, statt mir einfach zu sagen, den Befehl gibt es nicht, man könnte gleich danach suchen zum Beispiel. Und angefangen habe ich damit im Januar 2022. Ich entwickle das alleine bisher und es hat schon so 4 oder 5 komplette Rewrites hinter sich. Anfangs war das mal so ein simples Shell-Skript, dann war es ein etwas besseres Shell-Skript, dann habe ich es in Rust umgeschrieben und dann halt noch ein paar Mal grundlegend umstrukturiert. Und initial war meine Zielgruppe so Silverblue-User, also Fedora Silverblue ist eine Linux-Distribution, die so ein immutables Root-FS hat und dafür gibt es halt dann ergänzend dazu Toolbox. Und Toolbox wird euch wahrscheinlich nicht sagen, das ist so eine Art Container, also Pet-Container. Kann man hier aufmachen und dann hat man da eben quasi so eine Art nochmal völlig unabhängige Laufzeitumgebung vom Host. Also der hat mir jetzt einen Container gestartet und das Praktische an der Toolbox ist eben, er hat jetzt hier zum Beispiel mein Home reingemountet und mountet da noch viele andere interessante Laufzeitpfade für mich rein. Und dann habe ich halt in der Toolbox zum Beispiel nochmal meinen eigenen Paketmanager. Die Idee ist halt, dass ich dann so pro Projekt, wie ich das möchte, eine Toolbox anlege, wo ich all meine Dependencies reininstalliere und das ist dann völlig unabhängig von meinem Host und der Host ist dann weiterhin immutabel, also halt, ja. Genau, und die Motivation war so initial, wenn man so ein Silverblue-User ist und man arbeitet so auf seinem Host und dann möchte man zum Beispiel seine Prozessor- und Speicherlast anschauen, dann öffnet man sowas wie HTOP und dann sieht man hier so, ja, HTOP habe ich jetzt nicht gefunden, ich mache das mal ein bisschen größer. HTOP habe ich nicht gefunden, okay, und dann erinnere ich mich halt so, HTOP hatte ich aber schon installiert, bloß halt in den Toolbox-Container und dann würde ich halt sowas machen wie Toolbox Run minus C und dann der Name meiner Toolbox und dann öffnet sich HTOP. Das ist halt so ein bisschen Übersetzungsaufwand dann an der Stelle, aber das geht. Also er geht dann quasi in meinen Toolbox-Container und startet da für mich HTOP. Dann zweites Motivationsbeispiel, das wird dann wahrscheinlich für euch eher interessant sein, wenn man jetzt auf einem anderen PC arbeitet, in der Shell. Und man möchte da wieder Systemauslastung anschauen, dann öffnet man HTOP und die Shell sagt einem wieder, boah, kenne ich nicht. Dann möchte man HTOP installieren und dann fällt einem auf so, DNF gibt es auch nicht. Ah ja, stimmt, es war ein Ubuntu, meinetwegen. Und Ubuntu hat ja auch die super angenehme Eigenschaft, wie ich finde, wenn man einfach Upsearch macht und einen beliebigen Suchbegriff, kriegt man eine lange Liste von Ergebnissen, die selten was mit dem Suchbegriff zu tun haben. Und da gibt es eben auch bessere Möglichkeiten zu suchen, wenn man sich mal ein bisschen die Mühe gibt. Und da gibt es dann eben so sich wiederholende Muster. Also es geht im Endeffekt immer damit los, ich gebe einen Befehl ein, dann sagt mir die Shell, kenne ich nicht. Und dann überlege ich mir, hatte ich den schon mal installiert in der Toolbox? Und dann mache ich eben diese Übersetzung mit Toolbox Run und so weiter. Und auf der anderen Seite sagt mir die Shell, Befehl kenne ich nicht. Dann erinnere ich mich daran, wie ich meinen Paketmanager bediene. Finde das Paket, wo der Befehl drinsteckt, den ich gesucht habe, und installiere den dann und führe ihn nochmal aus. Und für Silverblue-User ist das Ganze dann eben nochmal so ein bisschen so potenziert, weil ich kann ja dieses ganze Paketmanager bedienen, sowohl machen auf dem Host-System wie auch in dem Toolbox-Container. Also je nachdem, wo ich das halt gerne hätte. Und dann sind das halt unter Umständen viele, viele Stellen, an denen man so einen Befehl sucht. Und CNF ist jetzt eben die von mir erdachte Lösung für dieses Problem. Also im Endeffekt geht es darum, dass ich so Paketmanager habe oder halt generell Command Provider, habe ich es genannt, die mir einen Befehl zur Verfügung stellen können. Und was ich dann eben mache, wenn ich einen Befehl nicht gefunden habe, ich gehe zu CNF und CNF befragt dann für mich meine Paketmanager und das halt möglichst parallel, damit ich das halt nicht sequenziell machen muss, wenn es das Ding doch nicht in apt gab, sondern nur in pip oder so. Genau, und das kann man eben machen, so CNF, und dann kann ich ihn jetzt mal fragen, zum Beispiel, wo ist HTOP? Und dann sieht man hier jetzt eben, er rattert dann da so ein paar Dinge durch. Jetzt sehe ich hier gerade, ich habe da noch so, das war jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Du, du, du.
So. Genau, also normalerweise, wenn ich das starten würde, dann würde ich jetzt mir auf dem Host zum Beispiel Paketmanager durchsuchen. Ich habe jetzt Cargo, ich habe Flatpak, ich habe den Path und da sehe ich jetzt eben, okay, für hat er jetzt Ergebnisse gefunden hier für HTOP unter Cargo und wenn ich den eben gucke, so HTML nach PDF-Converter, das war es jetzt wahrscheinlich nicht. Dann gehe ich halt weiter zum nächsten Ergebnis. Und das nächste Feature ist quasi so, ich kann auch meine eigenen Sachen mitbringen. Also jetzt bei meinem alten Arbeitgeber war das so, da gab es so verteilt über verschiedene Repositories viele Pfade, in denen Binärdateien lagen, die Kollegen mal entwickelt hatten. Und ich hatte keine Lust, so 7,5 Netzlaufwerke in meinen Systempath zu hängen, weil fand ich irgendwie doof, auch so performance-technisch. Und dann kann man da quasi seine eigene Erweiterung schreiben. Also jetzt in der Config kann ich dann jetzt hier diesen Schnipsel wieder aktivieren. Dann würde er jetzt hier quasi so einen Custom Provider aufmachen da an der Stelle, wo er dann eben den Befehl ausführt, den ich ihm vorgegeben habe. Und wenn ich jetzt nochmal HTOP mache, dann sehe ich jetzt hier eben in der Liste auch ein neues Ergebnis. Hier Custom FD. Der hat es jetzt auch nicht gefunden. Im Endeffekt, was der macht, ist, der benutzt Find und schaut mal, was es so gibt. Das ist besonders lustig, habe ich gemerkt, wenn man mal nach so Dingen sucht wie LS, also Core Utils, weil dann findet man plötzlich hier, mein Custom Search Provider hat dann irgendwie 12 Ergebnisse gefunden und das ist auch richtig, weil wenn man mal guckt, die liegen dann so in Container-Layern oder halt in irgendwelchen Flatpaks, hier so Flatpak Runtime und die kann man auch alle ausführen. Also tatsächlich, die meisten von denen funktionieren auch einfach. Also wenn man mal so ein LS sucht, davon gibt es ganz schön viele, auf meinem Rechner jedenfalls. Und dann eben so das nächste Feature ist eben diese Übersetzung zwischen Host und Toolbox. Also ich habe ja schon gesagt, man kann ja dann auch noch in den Toolbox-Containern suchen. Wenn ich jetzt mal hier noch eine Toolbox mit rein konfiguriere und ich dann nochmal frage nach HTOP, dann sehe ich jetzt, ich habe Ergebnisse für den Host und auch in der Toolbox. Und in der Toolbox sehe ich dann jetzt, da gibt es tatsächlich ein Ergebnis in DNF und dann kann ich ihm jetzt hier auch sagen, er soll mir das installieren. Wenn ich Glück habe, funktioniert es jetzt tatsächlich. Und dann habe ich jetzt HTOP in meiner Toolbox am Laufen. Das ist dann so diese Übersetzung. Man hat eben auch schon gesehen, da geht dann in dieses UI auf, da kann man dann so ein bisschen interaktiv damit spielen. Und genau, das Ganze wird dann eben kombiniert. Also er fragt dann all meine Command Provider in all meinen Environments. Also wenn ich jetzt mehrere Toolboxen haben möchte, kann ich die alle konfigurieren. Dann fragt er überall. Die Liste wird dann beliebig lang, aber ich meine, er guckt. Dann kann sich auch diese Übersetzungen merken quasi. Also weil wenn ich jetzt so einen Befehl öfter brauche, sowas wie, keine Ahnung, Mann oder so. Tatsächlich, es gibt auch Hosts, die haben keinen Mann. Da kann man dann auch in der Toolbox Mann benutzen. Ist das nervig, wenn ich immer durch diese Liste scrollen muss? Dafür gibt es dann noch so Aliase. Das ist auch ganz praktisch, wenn man zum Beispiel Flatpaks hat, weil ich habe zum Beispiel Gthumb, weiß ich, habe ich auf meinem System installiert als Flatpak. Deswegen ist es nicht im Path. Also das ist jetzt hier so rot. Und ich kann ihn dann einfach mal fragen, was er von Gthumb hält. Dann guckt er eben im Host und findet dann hier, genau, Flatpak, da hat er jetzt ein Ergebnis gefunden, das schon installiert, also es ist da. Und wenn ich das halt starten möchte, muss ich immer Flatpak run und dann org.gnome.gthumb eingeben. Ist jetzt auch ein bisschen länger und da kann man dann eben auch mit so Aliasen aushelfen. Genau, und das letzte Feature, weil wäre ja irgendwie ziemlich blöd, wenn ich den Befehl eingebe, er findet ihn nicht und ich muss dann nochmal manuell den gleichen Befehl eingeben. Es gibt so Shell Integrations. Ich habe das schon mal gemacht bei mir. Das heißt, wenn ich jetzt einfach so nochmal Gthumb eingebe, dann macht er automatisch CNF für mich auf. Und das ist eigentlich so mein liebstes Feature an der Sache. Und das Witzige ist auch, der lustige Nebeneffekt von diesem Shellhook, also das läuft über Funktionen, die ich in der Shell überschreibe. Für Bash und ZSH habe ich das schon rausgefunden, wie das geht, weil ich die auch selbst benutze. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach minus help eingebe, dann macht er mir gleich die Hilfe für CNF auf. Das fand ich ganz ulkig. Da kann man auch lustige Tricks spielen, habe ich schon ein bisschen ausprobiert, wenn man da einfach noch so ein paar kurze Command Flags definiert, kann man da alle möglichen Overrides recht dynamisch zur Laufzeit noch mit reinbasteln. Genau, und so meine Pläne für die Zukunft sind, ich wollte noch ein paar mehr Provider reinbauen. Zum Beispiel auf Arbeit habe ich jetzt gemerkt, Nix ist gelegentlich ganz praktisch, vor allem wenn die Firmen IT irgendwie meinen, so, boah, du beziehst bitte nur Pakete aus unserem Mirror, da hilft nichts. Oder mehr Environments. Es gibt zum Beispiel noch DistroBox, das ist so ähnlich wie Toolbox, hat aber einen etwas weiteren Scope. Damit kann man dann auch Container verschiedenster Distros spawnen bei sich auf dem Rechner. Auch so eine Sache, die ich mir überlegt habe, wäre vielleicht Support für andere Plattformen, weil auf Windows zum Beispiel gibt es ja das WSL. Also da habe ich ja schon Windows und Linux in einem Rechner und wäre vielleicht ganz cool, wenn man das da auch irgendwie mit rein kombinieren könnte. Also war jetzt nur so ein Gedanke, ich habe noch nicht geguckt, wie man das machen könnte.
Was ich auch noch bauen möchte in Zukunft ist Integration in reguläre Shell-Skripte, weil im Moment ist es halt noch so, wenn ich jetzt ein Shell-Skript ausführe und da sind Befehle drin, die er nicht kennt, dann passiert das halt nicht, weil in diesem Shell-Skript, das ist wieder eine eigene Shell-Instanz, da ist dieser Command-Hook nicht registriert. Kann ich aber prinzipiell machen, dafür bräuchte man halt noch so einen nicht-interaktiven Modus, dass er dann halt automatisch erkennt, so, okay, ich habe jetzt ein Ergebnis gefunden, scheint plausibel, dann führe ich das einfach aus, dann kann man da so, weiß ich nicht, Shell-Skripte aus der Hölle bauen, die dann über 6 verschiedene Execution-Environments zum Ziel kommen. Also nur so eine Idee, damit wollte ich auf jeden Fall mal spielen, weil ich finde die Idee einfach cool. Genau, und dann zuletzt hatte ich auch noch so einen Gedanke, so eine Container-Integration, weil es ist ja so, wenn man einen Container versucht, so als atomare Instanzen zu bauen, dann habe ich halt einen Container für meinen Compiler meinetwegen und dann einen Container fürs Linting. Das ist leider gelegentlich so, dass so ein LSP-Server auch ein bisschen von dem Compiler abhängt für die jeweilige Sprache oder dem Interpreter. Deswegen kann man die schlecht in verschiedene Container packen, weil die Container untereinander können sich ja nicht aufrufen. Und da habe ich mich halt schon gefragt, ob man das nicht vielleicht dann auch mit noch so einer Extra-Komponente, die dann meinetwegen übers Netzwerk lauscht, vielleicht irgendwie auflockern könnte, dass dann Container A Sachen in Container B ausführen kann oder so. Erstmal so Gedanken. Genau, und das war mein Tool. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gibt's Fragen? Bitte? Der Source Code, ja, also in den Folien ist ein Link, werde ich noch hochladen dann hinterher. Den gibt es auf GitLab. Also, wenn du mal auf gitlab.com gehst, dann slash Hartan, das ist mein Nick. Und dann der Name des Projekts ist CNF. Da findest du den auch. Ist auch GPL, also ihr könnt euch den holen und quasi fast machen, was ihr wollt damit. Genau. Wenn ihr auch Ideen habt, irgendwie, wie man das noch besser machen kann oder so, ich bin immer offen für Vorschläge. Bisher entwickle ich das so alleine für mich in meiner Höhle und ich habe wenig Vorstellungen davon, wie das auf andere Leute wirkt bisher. Sonst keine Fragen mehr? Okay, dann vielen Dank.